Die Heizkurve, das war ein ganz großer Regelkreis hier. Ich messe die Außentemperatur und regle die Vorlauftemperatur richtig ein. Jetzt ein kleiner Anteil hier. Wie wird denn die Umwälzpumpe geregelt? Das ist auch so was ganz Typisches. So ähnlich wie die Heizkurve ganz typisch ist, ist hier auch die Regelung der Umwälzpumpe ganz typisch. Da gibt es so ein paar klassische Arten, wie man das macht. Vielleicht male ich es tatsächlich sofort im Diagramm auf. Das Diagramm hier für die Pumpe. Was ist der Förderstrom? V-Punkt. Nebenbei, wo ich das hier so schreibe, das hatte ich schon bei der Wasserkraft erzählt. Bei den Leuten, die mit Wasser zu tun haben, heißt der Förderstrom Kubikmeter pro Stunde, Kubikmeter pro Sekunde. Dieser Förderstrom heißt gerne Q, was natürlich in diesem Business hier völlig verwirrend ist. Also Q kann sowohl der Förderstrom sein, wie auch Wärme. Ich schreibe deshalb an dieser Stelle mal ausnahmsweise dann nicht das offizielle, nicht Q, sondern wirklich V-Punkt. Etwas physikalischer, damit klar ist, was ich hier meine. Und hier haben wir den Förderdruck, Delta P. So, die Pumpenkennlinie. So könnte so eine Pumpenkennlinie aussehen. Die erste Art, wie man regelt, ist der konstante Differenzdruck. Also konstanter Förderdruck heißt das. Die Pumpe hat im Zweifelsfall so eine Regelung eingebaut, dass die versucht, diesen Förderdruck auf einer vorgegebenen Höhe zu halten. Man gibt der Pumpe einen Förderdruck vor. Der Elektrik, die an der Pumpe hängt, gibt man einen Förderdruck vor und der wird dann automatisch eingehalten. Da muss man sich über die Details da gar keine Gedanken mehr machen. Der Teil ist dann erledigt. Also die Pumpe versucht, auf einer konstanten Höhe hier zu bleiben. Das heißt, sie wird hier auf so einer Kennlinie fahren, bei diesem Förderstrom, und sie wird die Leistung so einstellen, dass sie dann auf dieser Kennlinie ist, um diesen Förderstrom zu kriegen. Die Pumpe hält einfach diesen Differenzdruck und der Förderstrom stellt sich dann eben passend ein. Wieso stellt sich da jetzt irgendein Förderstrom ein? Woher weiß denn die Pumpe jetzt, welcher Förderstrom das sein soll? Der rechts, der links, irgendeiner? Die Pumpe hält den Förderdruck konstant. Aber woraus ergibt sich denn jetzt dieser Förderstrom? So, ich habe Ihnen also hier was unterschlagen. Die Kennlinie der Anlage. Ich nehme vielleicht hier das, weil das grün hier ist, die nehme ich vielleicht nochmal weg. Die Kennlinie der Anlage, die hatte ich ja eben in grün. So sähe die hier aus und so sähe die da aus. Und die Pumpe sorgt hier für den konstanten Differenzdruck. Also das hier ist die Kennlinie der Pumpe und das hier ist die Kennlinie der Anlage. Die Pumpe wird so eingeregelt, dass der Druck eingehalten wird. Der Druck, die Druckdifferenz, der Förderdruck ist vorgegeben als Sollwert. Die Leistung der Pumpe wird so eingeregelt, dass wir mit der Druckdifferenz hier auf dieser violetten Höhe landen. Dann ergibt sich bei der Anlage mit geöffneten Ventilen dieser Arbeitspunkt. Und wenn jetzt einer die Ventile zumacht oder ganz zumacht, halb zumacht oder ein Viertel zumacht, wandern wir hier rüber. Die Anlage liefert mehr Widerstand. Ich brauche mehr Druck für denselben Förderstrom. Dann lande ich hier. Also auch wieder das Wechselspiel zwischen Anlage und Pumpe. Das sorgt dann für dieses Verhalten. So, das ist der einfachste Modus, konstanter Differenzdruck. Etwas komplizierter wird, wenn ich jetzt sage, ich nehme hier keine horizontale Linie, sondern ich nehme so einen Verlauf, der ansteigt. Das wäre ein volumenstromabhängiger Differenzdruck. Das heißt, die Pumpe müsste auch noch den Volumenstrom messen, vielleicht indirekt mit der Drehzahl. Volumenstromabhängiger Differenzdruck. Dass der Sollwert für den Differenzdruck, den die Pumpe dann automatisch einhält, dass dieser Sollwert für den Differenzdruck von dem Förderstrom abhängt. Warum könnte das sinnvoll sein, die orange Kurve zu nehmen, statt die violette Kurve zu nehmen? Genau, hier brauchen Sie ja nicht den hohen Druck. Wenn sowieso keiner Ihr Wasser haben will, hier in diesem unteren Bereich, was sollen Sie da den Wahnsinnsdruck anlegen? Das lohnt sich ja gar nicht, da kann man schon wieder sparen. Hier unten prüfe ich ja eigentlich nur die ganze Zeit, ob irgendein Heizkörperventil offen ist. Solange kein Heizkörperventil offen ist,
lohnt es sich nicht, dass ich da wie wild pumpe. Wäre also effizienter. Dann gibt es noch eine dritte klassische Möglichkeit. Das ist die abgedrehteste, der temperaturgeführte Differenzdruck. Das kann ich hier nicht gut einmalen, weil die Temperatur nicht vorkommt. Ich schreibe mal vielleicht hier aber dran. Erstens konstanter Differenzdruck, zweitens volumenstromabhängiger Differenzdruck und jetzt drittens der temperaturgeführte Differenzdruck. Der Gedanke ist folgender: Wenn die Temperatur steigt, ich schreibe mal zum Beispiel, das kann man auf verschiedene Arten machen, aber zum Beispiel könnte es so sein, wenn die Temperatur steigt, gehe ich mit dem Differenzdruck runter. Ich schreibe mal Förderdruck senken. Können Sie sich vorstellen, warum das sinnvoll ist? Wenn die Temperatur steigt, den Förderdruck senken. Und ich sollte vielleicht noch, sonst wird es nicht klar, warum das sinnvoll ist. Diese Pumpe wird dann gerne im Rücklauf eingebaut. Ich habe eben die Pumpe immer in den Vorlauf gezeichnet. Ich schreibe mal Einbau im Rücklauf. Wenn Sie so eine Pumpe im Rücklauf einbauen, die dann so regelt, wenn die Temperatur steigt, pumpt sie weniger. Inwiefern ergibt das Sinn? So, also das heiße Wasser bleibt länger in den Heizkörpern. Wenn das Wasser, ich mache es vielleicht mal so schematisch gerade hin, wenn das Wasser aus dem Heizkörper zu warm zurückkommt, ich baue die Pumpe hier ein, das ist eben anders als bisher gezeichnet, ich baue die Pumpe im Rücklauf ein. Wenn das Wasser hier zu heiß zurückkommt, dann pumpe ich weniger. Das heißt, das heiße Wasser bleibt länger im Heizkörper und wird dann hoffentlich besser genutzt. Der Sinn ist, die Temperatur im Rücklauf zu senken. Rücklauf mit niedriger Temperatur, das ist mal wieder was für den Brennwertkessel. Also mit einem Brennwertkessel könnte man auf diesen Gedanken kommen, die Pumpe in den Rücklauf einzubauen. Und dann diese Regelung da drin zu haben, bei steigender Temperatur weniger pumpen. Hier möchte ich eine niedrige Temperatur haben. Die Zeichnung ist jetzt arg abstrakt, Sie wissen, was ich meine. Niedrige Rücklauftemperatur. Das Wasser soll sich gefährlichst in den Heizkörpern abkühlen und nicht heiß wieder in den Kessel zurückgepumpt werden. Das ist gut für den Brennwertkessel, sowas könnte man machen. Und so weiter. Es gibt tausend Strategien, das zu machen, aber das sind dann wohl die üblichen Strategien. Vor allen Dingen kriegen Sie Pumpen, die das direkt können. Pumpen, in denen das eben schon so eingebaut ist. Man muss der Pumpe dann nur noch den Differenzdruck mitteilen und die regelt den Rest von selber.